Der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, sagt Donald Trump. Ein Wissenschaftler, der das ganz anders sieht, eröffnete heute den Schülerkongress an der Uni Hamburg. Der Klimaforscher Mujib Latif. Ich verfolge zwei Ziele. Einerseits die Jugendlichen an die Umweltthemen heranzuführen, weil das ist ein ganz großes Problem, gerade in Zeiten von Donald Trump. Andererseits versuche ich eben auch, die Schülerinnen und Schüler an die Naturwissenschaften heranzuführen, weil da haben wir immer noch große Defizite. Nach der Eröffnungsvorlesung konnten die Schüler in mehr als 20 Workshops einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie wissenschaftliches Arbeiten an der Uni heute aussieht. Die Erwartungen? Mich würde besonders interessieren, was eigentlich so gemacht wird, was es für Überlegungen gibt, wie man das Ganze verändern kann. Ich finde es natürlich besonders wichtig, weil man ja bedenken muss, dass es größtenteils die jetzige Schülergeneration ist, die quasi an den Folgen der Klimaerwärmung zu beißen hat. Und entsprechend ist es auch wichtig, die darüber früh aufzuklären. Ich finde es auch wichtig, dass man als Physikschüler die Möglichkeit hat, das eigene Wissen ja auch anzuwenden und praxisorientierter zu arbeiten als im Unterricht. Praktische Experimente? Bitteschön. Hier geht es um das Verstehen von Meeresströmungen. Dazu ein kleiner Versuch. Ein Glas mit Süß, eins mit Salzwasser. Die Frage, in welchem schmilzt der Eiswürfel schneller? Bevor die Antwort kommt, schauen wir noch im Workshop nebenan vorbei. Hier geht es um praktische Einführung in die Klimamodellierung. Etwas für Leute, die gerne an Rechnern arbeiten. Zurück zu unserem Experiment. Im Süßwasser ist der Eiswürfel tatsächlich schneller geschmolzen. Das hängt mit der höheren Dichte des Salzwassers zusammen. Wieder was gelernt. Und das war ja auch das Ziel des Tages. Also ich fand es interessant, mal so zu sehen, wie der Klimawandel so vor sich geht praktisch und wie man das wirklich an Diagrammen auch messen kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch später dann was im Bereich Meeresbiologie oder sowas studiere. Und vielleicht sieht man sich dann ja wieder im Chemiehörsaal an der Uni Hamburg.